Sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer Vorlesung im Rahmen der Ringvorlesung Gottes Gegenwart erfahren, Leben und Zeugnisse christlicher Mystiker. Der Mystiker, um den es heute geht, ist Johannes vom Kreuz, Karmelit, aus dem 16. Jahrhundert. Einleitend einige Anmerkungen zum biografischen Hintergrund und ja, ein paar Daten zu seiner Lebensgeschichte. Das Jahr 1500 wird in der Einteilung der Geschichtsepochen als so der Anfang der sogenannten Neuzeit angesehen. Natürlich ist das kein plötzlich auftretendes Phänomen. Also im Jahr 1500 war jetzt nicht einfach gleich Neuzeit, sondern eine Übergangsphase vom Spätmittelalter zur Neuzeit zieht sich von der Mitte des 15. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Wichtige Meilensteine, die das begründen, ist einmal die sogenannte Entdeckung, wir wissen inzwischen ja Wiederentdeckung Amerikas, und die Reformation in Deutschland, beginnend in Deutschland. Hinzu kommt die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert und die sogenannte kopernikanische Wende im 16. Jahrhundert, wo deutlich wurde, dass eben nicht, wie bis dahin geglaubt, die Erde der Mittelpunkt des Weltalls ist, sondern die Sonne und die Erde eben ein Planet unter vielen. All diese Ereignisse markieren eine Zeitenwende, die man jetzt in der Geschichtsschreibung als Wende zur Neuzeit bezeichnet. Diese Wende ist deshalb auch gerade für die Spiritualitätsgeschichte bedeutsam, weil sie sehr deutliche Auswirkungen auf die innere Struktur und eben auch auf die Schwerpunkte der Spiritualitätsgeschichte hat. Im Anfang des 16. Jahrhunderts beobachten wir allgemein in Europa natürlich jetzt eine hohe, könnte man sagen, Sensibilität für neue Bewegungen, eine Offenheit für Veränderung, was einhergeht auch mit vielen Angstphänomenen. Der Hexenglaube blüht auf, Antichristvorstellungen kommen auf, apokalyptische Erwartungen. Die Kirche ist in keinem besonders guten moralischen und intellektuellen Zustand, was eben auch die Reformation mit hervorbringt und begünstigt. Das alles führt zu einer Atmosphäre der Veränderung und der Reform. Der Reformation gegenüber steht ja dann im katholischen Bereich das Konzil von Trient, das zwischen 1545 und 63 stattfindet und die Antwort auf die Reformation von Seiten der katholischen Kirche darstellt. Das Ganze gestaltet sich nun vor allem für Spanien, wo ja auch der Johannes vom Kreuz lebte, noch einmal in besonderer Weise, denn Spanien profitiert am meisten von dieser Neuentdeckung Amerikas und von dem zunehmenden Reichtum, den also die ganzen Beute aus Südamerika in die Kassen des spanischen Königs spült. Hinzu kommt, dass die sogenannte Reconquista nach jahrhundertelangem Bemühen die von Mauren, also von Muslimen besetzten Gebiete Spaniens zurückerobert hatte und damit Spanien wieder einheitlich christlich bzw. katholisch war. Deshalb bezeichnet man auch das 16. Jahrhundert für Spanien als das Siglo d'Oro, das goldene Zeitalter. Und dieser äußere Umbruch, den ich eben skizziert habe, ist auch oder geht einher mit einem inneren Umbruch. Es gab vor einigen Jahren mal eine Sendung im ORF, dem österreichischen Fernsehen,
Und die sprachen in einem Film über Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz über die Eroberung des inneren Amerika. Ich finde das ein sehr interessantes Bild, also der Eroberung des Äußeren, also der Territorialerweiterung nach außen, korrespondiert eine Territorialerweiterung nach innen, wenn man so will, also Entdeckung des inneren Reichtums, der inneren Wirklichkeit der Menschen und das eben auf einer sehr breiten Basis. Dass Spanien eben auch für die Spiritualitätsgeschichte in dieser Zeit der Hotspot ist, würde man heute vielleicht sagen, zeigt sich nicht nur an Gestalten wie Johannes vom Kreuz und Teresa von Avila, sondern auch Ignatius von Loyola lebt in dieser Zeit. Andere bei uns weniger bekannte, Petrus von Alcantara, ebenfalls Mystiker, franziskanischer Ordensreformer, oder Juan de Avila, Johannes von Avila, der als Apostel von Andalusien gilt. Also es sind bedeutende Persönlichkeiten der Spiritualitätsgeschichte, die in dieser Zeit vor allem in Spanien leben und wirken. Wenn man jetzt noch mal genauer hinschaut, was ist jetzt das Neue an der Neuzeit, wenn wir es jetzt auf die Spiritualität fokussieren, dann ist es, dass ganz deutlich die Gottesbegegnung oder die Gottesbeziehung des einzelnen Christen, der einzelnen Christin in den Fokus gerät. Jeder Mensch ist dazu berufen, seinen Glauben in der Beziehung zu Gott zu leben. Das ist allgemeine christliche Überzeugung. Die Form, wie das geschieht, ändert sich aber in der Geschichte. Das Mittelalter war stärker geprägt von gemeinschaftlichen Formen, sowohl des Betens als auch dieser inneren geistlichen Bewegungen, also Andachten, Gottesdienste, Prozessionen, spielten eine ganz wichtige Rolle für die Frömmigkeit des Mittelalters. Und am Beginn der Neuzeit haben wir nun eine Verschiebung dieser Perspektive auf die Frage, wie gestaltet eigentlich der Einzelne, die Einzelne als Individuum seine ihre Gottesbeziehung. Und damit also rückt der Fokus von den gemeinschaftlichen Formen auf die persönlichen Formen der Frömmigkeit. Und gerade die bereits genannten Autoren sind daran interessiert, Menschen zu helfen, diese persönliche Beziehung zu Gott zu gestalten, zu entwickeln, voranzutreiben. Ignatius von Loyola bringt es auf den Punkt, sein Anliegen ist, den Seelen zu helfen. Und damit meint er den Seelen, den Einzelnen zu helfen, in ihrer Beziehung zu Gott, sie zu unterstützen. Und das ist eine durchaus neue Perspektive in der Breite. Die spätmittelalterliche Mystik hatte das natürlich auch schon. Also die Mystiker des Mittelalters lebten natürlich auch von der persönlichen Gottesbeziehung. Aber in die Breite, also für das Volk Gottes gesprochen, spielte diese Perspektive noch keine so große Rolle. Das kommt eben dann erst mit der Neuzeit im 16. Jahrhundert. Nun genauer zu Johannes vom Kreuz. Ich würde Ihnen gerne eine kleine Zeittafel zu seiner Lebensgeschichte zeigen und gehe einfach mal an dieser Zeittafel entlang. Er wird 1542 in Fontiveros in der Provinz Avila geboren, als dritter Sohn eines Seidenwebers, der ursprünglich Adliger war und dann aber, weil er eine bürgerliche heiraten wollte, von seiner Familie verstoßen wurde, was dazu führte, dass die Familie des Johannes vom Kreuz in ziemlicher Armut lebte, vor allem da der Vater ziemlich bald starb und die Mutter mit zwei Kindern sich alleine durchschlagen musste. Das ist deshalb noch ganz interessant, weil eben in Spanien damals eine Heirat aus Liebe eher die Ausnahme war, sondern man verkuppelte die zukünftigen Ehepaare, das heißt die Eltern entschieden darüber, wer wen heiratet. Aber gerade diese Ausnahme ist, glaube ich, auch für das Verständnis des Johannes vom Kreuz nochmal wichtig, weil für ihn in seiner Mystik die Liebesbeziehung zu Gott,
Das heißt, dass also diese persönliche Beziehung getragen ist von auch einer liebenden Bewegung. Das ist für ihn zentral und ich glaube, es hat etwas zu tun mit der frühen Erfahrung in seiner Familie. Er kommt dann auf eine Armenschule zunächst und wird 1559 im neu gegründeten Kolleg der Jesuiten aufgenommen. Die Jesuiten hatten von Anfang an die Strategie Bildung, also sie haben sehr schnell Kollegschulen in der ganzen damaligen katholischen Welt aufgebaut, unter anderem eben auch in Medina del Campo. Und dort genießt er eine sehr gute Ausbildung. Nebenbei verdient er sich das Schulgeld und unterstützt seine Familie durch Dienste im Hospital de la Bubas. Das war ein Hospital für Syphiliskranke, also keine wahrscheinlich besonders angenehme Arbeit, aber auch da macht er sich ja nochmal prägende Erfahrungen. 1563 tritt er in den Karmelitenorden ein und nimmt den Namen Juan de San Matia an. Er studiert dann in Salamanca, damals eine der renommiertesten Universitäten der katholischen Welt, und wird 1567 zum Priester geweiht. Weil ihm das Leben im Karmelitenorden, der damals auch in Spanien in keinem guten Zustand war, zu lax war, überlegt er, Kartäuser zu werden, also einem strengeren Orden, sogenannten strengeren Orden, beizutreten. Trifft aber dann per Zufall oder Vorsehung Teresa von Avila und sie kann ihn davon überzeugen, Teresa von Avila muss eine wahnsinnige Menschenkenntnis gehabt haben und ein Charme auch, der ihr immer nachgesagt wird. Sie kann ihn also sehr schnell davon überzeugen, dass es besser ist, Karmelit zu bleiben und die Reform, die Teresa bereits für die Frauen angestoßen hat, nun für die Männer in die Hand zu nehmen. So gründet er bereits 1568 unter dem neuen Ordensnamen Juan de la Cruz, also Johannes vom Kreuz, in Duruelo mit zwei Mitbrüdern einen Reformkonvent, der versucht, die Ideale der Reform Teresas für die Frauen nun auch auf die Männer zu übertragen, was nicht eins zu eins geht, weil die Männer nicht in strenger Klausur und anderen Bedingungen leben, aber von der inhaltlichen Ausrichtung. Das heißt also der besonderen Betonung eben auch des inneren Gebets als dieser gestalteten persönlichen Beziehung zu Gott. Er wird dann in der Folgezeit Beichtvater oder man würde heute wahrscheinlich sagen geistlicher Begleiter verschiedener Nonnenkonvente, auch um die Reform Teresas zu unterstützen. Und Rektor im Studienkolleg, also er übernimmt verschiedenste Aufgaben. Ein wichtiger Einschnitt in seinem Leben ist dann eine Kerkerhaft, die er in der Nacht von dem 2. auf dem 3. Dezember 1577 antritt. Die nicht reformwilligen Karmeliten setzen ihn fest und schmeißen ihn in das Klostergefängnis von Toledo. Das klingt heute vielleicht etwas eigenartig, aber in dieser Zeit hatten alle Klöster Arrestzellen zur Disziplinierung der Brüder. Das war nichts Außergewöhnliches, dass man für einige Tage oder für eine bestimmte Zeit auch mal inhaftiert war bei Wasser und Brot. Bei Johannes war es natürlich insofern eben außergewöhnlich, weil er nicht wegen eines moralischen oder asketischen Vergehens bestraft wurde, sondern wegen seines Reformansatzes, den man verhindern wollte. Er bleibt in dieser Haft, die sicherlich nicht sehr angenehm war, 9 Monate. Das ist natürlich jetzt Zufall, aber natürlich auch in gewisser Weise ja ein Hinweis. Nach 9 Monaten gelingt ihm die Flucht, die er auch als eine gewisse Neugeburt erlebt. Denn seine Erfahrungen in dieser Kerkerhaft sind letzten Endes das Fundament für seine spätere Entwicklung, auch vor allem für seine Gedichte. Er verarbeitet diese Erfahrungen zum Teil schon in der Haft selber,
indem er Gedichte schreibt, und dann danach, indem er also seine geistlichen Erfahrungen in Poesie packt. Ich komme gleich darauf zurück. Nach der Flucht ist er weiter tätig im Rahmen der Reform. Allerdings gibt es dann sehr schnell im neuen Reformzweig Richtungsstreitigkeiten zwischen dem Generalvikar Nicolas Doria, der einen sehr rigoristischen Kurs verfolgte, und dem Johannes vom Kreuz, der eher moderat ist, gerade auch was zum Beispiel asketische Formen, auch körperliche asketische Formen anlangt. Das führt schließlich dazu, dass er, also Johannes vom Kreuz, von der Ordensleitung ja kaltgestellt wird, könnte man sagen, und nach Ubeda versetzt, wo ausgerechnet die beiden Brüder die Leitung haben, die noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen haben, aufgrund von Erfahrungen in ihrer Ausbildung. Es geht ihm da nicht gut. Er stirbt schließlich am 14. Dezember 1591. Leider wird er vor allem von seinen Mitbrüdern als sehr, sagen wir mal, rigoristisch und als Maestro des Nada, als Lehrer des Nichts dargestellt. Das ist zumindest, was das Zweite anlangt, durchaus von gewisser Plausibilität, aber Rigorist war er nun überhaupt nicht. Und auch ein in dem Sinne weltabgewandter Asket, auch das ist bei ihm nicht vorzufinden. Er war in vieler Hinsicht künstlerisch begabt. Nicht nur seine Gedichte, die übrigens zur spanischen Literatur zählen, es sind nämlich die ersten Gedichte in Castellan, also in der spanischen Sprache, die als poetisches Werk gelten und so ähnlich vergleichbar vielleicht im Deutschen mit Goethe oder Schiller in der spanischen Literaturgeschichte bis heute, also außerhalb auch der Theologie oder der Spiritualität, Bedeutung haben. Er hat sich auch zeichnerisch betätigt. Dazu sehen wir ein Bild jetzt, eine Tuschezeichnung, die Johannes vom Kreuz angefertigt hat, in einer sehr ungewöhnlichen Perspektive. Und zwar sieht der Betrachter von oben auf das Kreuz. Eine Perspektive, die es kunstgeschichtlich bis dahin nicht gab. Also es ist so ein bisschen wie wenn Gott der Vater, sage ich jetzt mal, auf seinen gekreuzigten Sohn blickt, von rechts oben. Diese Perspektive hat einen modernen Künstler, das sehen wir auf dem nächsten Bild, Salvador Dalí, 1952 angeregt, ein sicherlich bekannteres Bild als diese Tuschezeichnung zu malen. Und er nennt es auch Christus des heiligen Johannes vom Kreuz. Ein auch damals sehr aufsehenerregendes Werk aufgrund eben dieser Perspektive, dass man nicht wie sonst, also quasi von unten nach oben auf das Kreuz schaut, sondern von oben nach unten, was eben auch die perspektivische Wahrnehmung entscheidend verändert. Wie gesagt, jetzt, seine Hauptverarbeitung der mystischen Erfahrungen erfolgt in poetischer Weise. Und diese Gedichte bilden auch die Grundlage seiner Werke. Dazu ein weiteres Bild. Die Werke, die ich Ihnen hier in der deutschen Übersetzung abgelichtet habe, zeigen die vier Werke des Johannes vom Kreuz, die dunkle Nacht, den geistlichen Gesang, den Aufstieg auf den Berg Karmel und die lebendige Liebesflamme. Ergänzt in der deutschen Ausgabe noch durch sogenannte Worte von Licht und Liebe, das sind Briefe und kleinere Schriften. Leider sind viele Briefe verloren gegangen. Auch war Johannes vom Kreuz zeitweise unter den Fokus der Inquisition geriet. Aber einige sind erhalten und da eben gesammelt. Die vier Hauptwerke sind im Grunde die Auslegung seiner Gedichte. Jedem dieser Hauptwerke liegt ein Gedicht zugrunde, das Johannes vom Kreuz dann in dem Werk
auslegt. Wobei das jetzt natürlich keine literarkritische Auslegung ist oder keine, wie man sie, wie man uns im Deutschunterricht beigebracht, manchmal vielleicht auch gequält hat. Aber es ist einfach eine Übersetzung des poetischen Gedichtes in Prosa, also in seiner Bedeutung, mit dem Ziel, Menschen zu helfen, auf ihrem inneren Weg zu Gott, in ihrer Gottesbeziehung und deren Gestaltung. Soweit zu der Person und den Werken. Nun zum Inhaltlichen. Johannes vom Kreuz ist, wie gesagt, zu lesen auf dem Hintergrund dieser spanischen Mystik des 16. Jahrhunderts, aber er setzt durchaus eigene, sehr bedeutsame Akzente. Beeinflusst ist er von der deutschen Mystik, Johannes Tauler vor allem. Diesen Einfluss teilt er mit Martin Luther, den er sicher nicht kannte, also persönlich sowieso nicht und von den Schriften auch nicht, aber wo sich doch ganz interessante Berührungspunkte ergeben. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Und er ist beeinflusst von der mittelalterlichen sogenannten Brautmystik, also eine mystische Bewegung, die das Hohelied des Alten Testaments, die Beziehung zwischen Geliebter und Geliebtem, ursprünglich, später dann Braut und Bräutigam, zur Grundlage macht, um die mystische Erfahrung zu beschreiben als eine Liebesbeziehung Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott. Diese beiden Einflüsse, also Brautmystik und deutsche Mystik, sind für Johannes vom Kreuz prägend, aber natürlich auch seine eigene, also die Karmeltradition, die er natürlich auch kannte und weiterentwickelte. Ich möchte anhand von einigen Textzitaten ein wenig dieses inhaltlich beleuchten. Er schreibt in seinem geistlichen Gesang: Große Freude bringt der Seele das Bewusstsein, dass Gott niemals der Seele fehlt, selbst wenn sie todsündig ist. Wie viel weniger ist er dann abwesend, wenn sie sich im Gnadenstand befindet? Was verlangst du mehr, o Seele, und was suchst du noch draußen? In deinem Inneren besitzt du deine Schätze, deine Wonnen, deine erfüllende Ersättigung und dein Reich, ihn, den du begehrst und suchst, den Geliebten. Hier finden wir zwei wesentliche Stichworte, einmal der Brautmystik und der deutschen Mystik, nämlich die Einwohnung Gottes im Inneren des Menschen, das heißt, Gott ist nicht draußen zu suchen, sondern in dem innersten Kern, bei Meister Eckhart das Seelenfünklein. Gottes Präsenz ist im Menschen schon gegeben und ist unabhängig von dem, was ein Mensch tut. Johannes vom Kreuz geht sogar so weit, dass selbst die Todsünde diese Präsenz Gottes nicht verdunkeln kann. Da gäbe es sicher theologische Diskussion, aber im Grunde, denke ich, hat er recht, weil Gott in der Taufe, in seiner Zusage, eben diese Gegenwart begründet, die er niemals zurücknimmt. Was der Mensch dann daraus macht, ist eine ganz andere Frage. Aber von Gott her bleibt es eine anhaltende Präsenz im Inneren des Menschen. Und diesen Gott bezeichnet er als Geliebten. Also Anklang eben an die Brautmystik. Es ist eine Liebesbeziehung. Nun geht er davon aus, dass dieser Gott nun im Menschen präsent, auch im Menschen wirkt. Dunkle Nacht. Man soll wissen, wenn sich ein Mensch entschlossen dem Dienste Gottes zuwendet, zieht ihn Gott für gewöhnlich allmählich im Geist auf und verwöhnt ihn, wie es eine liebevolle Mutter mit einem zarten Kind macht. Sie wärmt es an ihrer warmen Brust, zieht es mit köstlicher Milch und leichten süßen Speisen auf, trägt es auf dem Arm und verwöhnt es. Klammer auf, weibliches Gottesbild. Die Mystik allgemein und gerade Johannes vom Kreuz hatte kein Problem mit der Frage, welches Geschlecht Gott hat. Er ist weiblich und männlich, hat nämlich gar keins.
Und deshalb kann alles auf ihn angewandt werden. Er hat sehr häufig dieses Bild von Gott als der liebevollen Mutter. Nun geht es weiter. In dem Maß aber, wie das Kind größer wird, hört die Mutter nach und nach auf, es zu verwöhnen, verbirgt ihre zarte Liebe und bestreicht ihre süße Brust mit bitterem Aloe-Saft. Sie lässt es von ihren Armen herab und stellt es auf die eigenen Füße. Es soll die Eigenheiten eines Kindes verlieren und sich größeren, wesentlicheren Dingen hingeben. Die Gnade Gottes, diese liebevolle Mutter, tut das Gleiche mit dem Menschen, wenn sie ihn durch neue Wärme und neues Feuer für den Dienst Gottes wieder gebiert. Hier kommt ein Anliegen zum Ausdruck, das für Johannes vom Kreuz prägend ist, nämlich dass geistliches Leben heißt erwachsen werden in der Beziehung zu Gott. Den Kindstatus zu verlieren nach und nach, indem der Mensch immer erwachsener und damit auch unabhängiger Gott gegenüber wird. Ein wirkliches Gegenüber und eben nicht ein geistliches Wickelkind. Nun höre ich schon ein bisschen die Einwände, wir sind natürlich alle Kinder Gottes und wir bleiben es auch, aber im Deutschen können wir sehr gut unterscheiden, Kind sein und kindisch sein. Und es geht darum, das Kindische, also das, was Infantilität, wenn man es psychologisch sagt, bedingt, im Glauben zu überwinden und erwachsen zu werden in dieser Beziehung. Und das ist für Johannes vom Kreuz ein entscheidender Punkt. Deshalb ist für ihn das Zeichen für Fortschritt immer eine größere Freiheit, ein größeres Selbstbewusstsein des Menschen, eine größere Selbsterkenntnis, die den Menschen dazu befähigt, ein wirkliches Gegenüber für Gott zu werden und nicht ein abhängig quengelndes Kind. Im Aufstieg auf den Berg Karmel schreibt er: Wir haben es schon zu verstehen gegeben, dass die sinnenhaften Dinge und die Erkenntnis, die der Geist ihnen abgewinnen kann, Übung eines Kindes sind. Und so würde der Mensch, wenn er sich an ihnen immer festmachen und von ihnen nicht losmachen wollte, niemals aufhören, ein Kind zu sein und von Gott immer wie ein Kind sprechen, um Gott wie ein Kind wissen und von Gott wie ein Kind denken. Wenn er nämlich an der Rinde des Sinnenbereichs festhielte, die dem Kind eigen ist, käme er niemals zum Wesenskern des Geistes, der dem erwachsenen Mann eigen ist. Um weiterzuwachsen, darf der Mensch nicht danach verlangen, die erwähnten Offenbarungen aufzunehmen, auch wenn Gott sie ihm anbieten sollte. So wie das Kind muss er von der Brust ablassen, um seinen Gaumen an nahrhaftere und kräftigere Speise zu gewöhnen. Was Johannes von Kreuz hier andeutet, ist, dass es in diesem Prozess des Erwachsenwerdens auch um einen Entwöhnungsprozess von der Mutterbrust Gottes geht. Und dieser Entwöhnungsprozess ist krisenhaft. Denn alles, was bisher galt, also Geborgenheit, Versorgung, Wärme, Schutz, auf den Arm genommen sein von Gott, erweist sich plötzlich als nicht mehr tragend oder wird nicht mehr erfahren. Und das stürzt den Menschen in eine geistliche Krise, die er dann mit dem Stichwort dunkle Nacht benennt. Im ersten Kapitel seines Buchs Dunkle Nacht führt er das näher aus. Wie wir oben zu verstehen gegeben haben, ist die Umgangsform der Anfänger auf dem Weg zu Gott, also Anfänger meint dieses Kindsein, noch sehr von Unzulänglichkeit, Eigenliebe und Wohlgeschmack durchsetzt. Gott aber will sie weiterführen und aus dieser unzulänglichen Liebe zu einer höheren Stufe der Gottesliebe heraufholen und sie von der unzulänglichen Übungsweise im Sinnenbereich und den Gedankengängen befreien, womit sie so berechnend und unangebracht Gott suchten. Er möchte sie in die Übung des Geistes stellen, wo sie sich ausgiebiger und schon mehr befreit von Unvollkommenheiten mit Gott austauschen können.
Da Gott spürt, dass sie bereits ein klein bisschen gewachsen sind, nimmt er sie von der süßen Brust weg, damit sie nun erstarken und aus den Windeln herauskommen. Er lässt sie von seinen Armen herab und gewöhnt sie daran, auf eigenen Füßen zu gehen. Dabei verspüren sie etwas ganz Neues, denn für sie hat sich alles auf den Kopf gestellt. Also es geht um die Entwöhnung von der Mutterbrust Gottes, aber das wird von dem, dem es zuteil wird, ja zunächst einmal als ja vielleicht verstoßen sein erfahren. Es hat sich alles auf den Kopf gestellt. Das Kind bisher getragen steht plötzlich auf den eigenen Füßen. Das ist natürlich eine Irritation und das ist natürlich auch eine Krisenerfahrung, weil das bisher Tragende wegfällt oder besser gesagt Gott das bisher Tragende wegnimmt. Johannes vom Kreuz sieht das Handeln Gottes hinter dieser Krisenerfahrung. Aber es geht ja jetzt nicht darum, dem Kleinen etwas anzutun oder in eine Krise zu schicken, sondern es geht darum, ihn zu entwöhnen, ihn auf die eigenen Füße zu stellen, damit er erwachsen wird. Wenn er ständig an der Mutterbrust Gottes bleibt, wird er eben nicht erwachsen. Und so gehört für Johannes vom Kreuz, und das ist sicherlich ein Spezifikum, die Krisenerfahrung der dunklen Nacht wesentlich zum geistlichen Weg. Krise ist kein Betriebsunfall des geistlichen Lebens, sondern ist integraler Teil einer Entwicklung. Wenn etwas nicht in Frage gestellt wird, wie kann sich dann etwas entwickeln? Wenn alles bleibt, wie es ist, wie kann Entwicklung passieren? Deshalb muss an verschiedenen Stellen Infragestellung geschehen und das geschieht eben auch durch das Ausbleiben der bisher prägenden Erfahrungen oder des bisher prägenden Erlebens. Johannes vom Kreuz geht sogar so weit, dass er ja diese Dunkelheit, dieses Herantasten an neue Erfahrungen als einen wesentlichen Teil christlicher spirituelle Erfahrung beschreibt. Er vergleicht es mit einem Wanderer, der auf unbekannten Wegen unterwegs ist. Der muss sich erkundigen bei anderen, wo denn der Weg lang geht. Er muss auch mal bereit sein, ein Stück Weg zu gehen, ohne zu wissen, wohin ihn der Weg führt. Also er muss auch ein wenig experimentierfreudig sein. Und er muss auch die Fähigkeit besitzen, dann wieder umzukehren, wenn sich ein Weg als eben vielleicht nicht tragend erweist. Also es ist für ihn geistliches Leben immer auch so ein Tasten nach dem richtigen Weg, nach der richtigen Entwicklung. Kriterium dabei ist immer, was fördert diese eben beschriebene Entwicklung? Was fördert das Erwachsenwerden? Was fördert die Freiheit? Was fördert die Beziehung zu Gott? Und was hindert sie? Und das ist im Grunde der Kompass, der eben dann immer wieder austariert, wohin der Weg gehen könnte. Was bei Johannes vom Kreuz aber bei all dem wichtig ist, so schreibt er in der dunklen Nacht, auf dieselbe Weise, er meint den Wanderer im Dunkeln, geht auch der Mensch, der nach und nach Fortschritte macht, im Dunkeln und Nichtwissen. Im Dunkeln und Nichtwissen. Der Mensch weiß den Weg nicht. Er tastet sich ran. Da nun aber, wie wir gesagt haben, Gott der Lehrmeister und Führer dieses Blinden, nämlich des Menschen ist, kann er, da ihm das von uns hier Gesagte schon verständlich geworden ist, sich wirklich freuen und sagen, im Dunkel und sicher. Also Dunkelheit ist für Johannes vom Kreuz zwar natürlich eine durchaus unangenehme Erfahrung und eben auch eine Erfahrung des Nichtwissens, aber es ist eben auch eine Form der Gotteserfahrung. Nämlich in dieser Dunkelheit ist Gott derjenige, der für Sicherheit sorgt, denn er bleibt an der Seite des Menschen, auch wenn der Mensch es nicht erfährt. Er steht zu seiner Zusage, ihn zu begleiten. Deshalb kann der Mensch eben auch im Dunkeln gehen und sicher sein, weil er darauf vertrauen kann, daran glauben kann, dass Gott mit ihm unterwegs ist. Auf diesen Hintergrund ergibt sich eine weitere
wichtiger Aspekt der Mystik des Johannes vom Kreuz, dass er nämlich sehr kritisch sich mit einer gewissen Erfahrungssucht seiner Zeit auseinandersetzt. Er lebt eben in einer Umbruchszeit, in der auch verschiedene, in Spanien heißen sie Alumbrados, verschiedene, man würde heute vielleicht sagen, ja, charismatisch ist jetzt zu wenig, vielleicht also übertrieben charismatische Gruppen, die eben sehr stark auf Erfahrung setzen, also allgemeine ja, Massenhysterie, Phänomene hervorrufen und Ähnliches. Damit hat er zu tun, damit hat er natürlich auch zu tun in seiner Begleitung der Nonnen, wo es sicherlich auch immer wieder diese Phänomene gibt. Es gibt einen Brief, wo er ein Gutachten über eine Nonne schreibt, die also mit ihren geistlichen Erfahrungen hausieren geht und wo am Ende nachweist, dass dahinter nichts ist, sondern es sich um Einbildung handelt. Also er ist da sehr damit konfrontiert und geht sehr kritisch damit um. Er macht an einer Stelle deutlich, dass er sagt, ja, vielleicht ist ja das, was die Menschen erfahren, nur das Echo ihres eigenen Redens und nicht die Stimme Gottes, als die sie sie bezeichnen. Er knüpft damit an eine alte Tradition, bereits im Neuen Testament vorfindlich, der Unterscheidung der Geister, nämlich dieses kritische Bewusstsein, dass also nicht einfach jede Erfahrung geistlicher Art eine Gotteserfahrung ist oder nicht jedes fromme Gefühl gleich mit dem lieben Gott zu tun hat, sondern eben vielleicht mit der eigenen Einbildung oder mit der eigenen Projektion, um es psychologisch zu sagen. Und dass das eben kritisch zu prüfen ist. Und das entscheidende Kriterium ist wiederum die Frage nach den Früchten. Was entsteht daraus? Gibt es eine positive Entwicklung für den Menschen oder bleibt er stehen? Ja, verhaftet er sich an dieser Erfahrung? Macht er diese Erfahrung quasi zum zentralen Punkt seines christlichen Lebens, dann kommt es eben zu dieser Fixierung und zum Stillstand und nicht zur Entwicklung und dann handelt es sich eben nicht um eine Gotteserfahrung, sondern um eine Einbildung. Das müsste man natürlich jetzt genauer ausführen, das kann ich leider nicht, das kann ich nur andeuten. Johannes vom Kreuz ist jedenfalls sehr davon überzeugt, dass uns am Ende die Erfahrungen nicht weiterbringen, sondern der Glaube, dass uns eben diese Beziehungsgestaltung zu Gott weiterbringt und darin eben das immer mehr verwandelt werden, Transformatio im Lateinischen, Umformung, verwandelt werden eben in dieser Beziehung zu Gott, in Gott hinein. Bei Paulus heißt es ein zweiter Christus werden oder wie Christus werden. In einem sehr emotionalen Appell des Johannes vom Kreuz, dessen Sprache meistens eher theologisch ein wenig abgehoben ist, in einem sehr emotionalen Appell im Aufstieg auf den Berg Karmel, wendet er sich eben gegen diese Erfahrungssucht. Ich lese ein paar Abschnitte vor. Wer deshalb jetzt noch Gott befragen oder eine Vision oder Offenbarung von ihm wünschen wollte, beginge nicht nur eine Dummheit, sondern er würde Gott eine Beleidigung zufügen, weil er seine Augen nicht ganz und gar auf Christus richtet, ohne noch etwas anderes oder Neues zu wollen. Gott könnte ihm nämlich folgendermaßen antworten und sagen: Wenn ich dir schon alles in meinem Wort, das mein Sohn ist, gesagt habe und kein anderes mehr habe, was könnte ich dir dann jetzt noch antworten und offenbaren, was mehr wäre als dieses? Richte deine Augen allein auf ihn, denn in ihm habe ich dir alles gesagt und offenbart und du wirst in ihm noch viel mehr finden, als du erbittest und ersehnst. Wenn du möchtest, dass ich dir mit einem Trostwort antworte, dann schau auf meinen Sohn, mir ergeben und aus Liebe zu mir hingegeben und gepeinigt und du wirst sehen, wie viel er dir antwortet. Wenn du möchtest, dass ich dir manches verborgene Schalten und Walten erkläre, dann richte deine Augen allein auf ihn und du wirst die verborgensten Geheimnisse der Weisheit und Wunder Gottes finden, die in ihm verschlossen sind. Er bezieht sich hier auf den Kolosserbrief, in dem es in 2,3 heißt, in diesem Sohn Gottes sind alle Schätze von Gottes Weisheit und Wissen verborgen.
Johannes vom Kreuz vertritt hier, man könnte theologisch sagen, eine leidenschaftliche Christologie. Das heißt, das, was Gott uns zu sagen hat, ist in Jesus Christus ausgesprochen, ein für alle Mal. Darüber hinaus gibt es nichts. Was könnte er noch mehr tun, als Mensch werden, als unser Leben zu teilen, als für uns zu sterben, als ihn auferwecken? Was könnte das noch übertreffen? Nichts nämlich. Und deshalb ist also all dieses Verlangen nach Vision, Offenbarung, Erkenntnis, Erfahrung immer zurückzuverweisen auf Jesus Christus, in dem das bereits alles ausgesprochen ist. Damit ist Johannes vom Kreuz christozentrisch, biblisch orientiert und glaubensorientiert und hat damit eine gewisse Verwandtschaft durchaus mit Martin Luther, dessen Sola Scriptura und Sola Fides, also allein die Schrift, allein der Glaube, natürlich noch einmal pointierter entwickelt ist. Soweit würde Johannes vom Kreuz wahrscheinlich nicht gehen, aber im Ansatz oder in der Bewegung durchaus vergleichbar. Was nun bei Johannes vom Kreuz dann später sehr stark gewirkt hat und ihn zum Maestro des Nada, des Nichts machte, ist vor allem ein Text aus dem Aufstieg auf dem Berg Karmel, in dem er auch in etwas poetischer Form, das kann man im Deutschen nun sehr schwer nachmachen, diesen Weg beschreibt. Ich lese nur ein paar Zeilen vor. Um dahin zu kommen, alles zu verschmecken, wolle an nichts Geschmack haben. Um dahin zu kommen, alles zu besitzen, wolle an nichts etwas besitzen. Um dahin zu kommen, alles zu sein, wolle nichts etwas sein. Also er spielt mit den Begriffen Nada und Todo. Alles Todo im Spanischen, nichts Nada. Also wenn du alles erreichen willst, darfst du eigentlich nichts erreichen wollen. Es ist diese Negativbeschreibung der positiven Entwicklung. Also wo eine Entwicklung angezielt wird, muss auch etwas gelassen werden. Wo also eine Offenheit für Neues ermöglicht werden soll, muss auch das Alte auf der Strecke bleiben, um es jetzt mal ein bisschen zu umschreiben. Er meint es natürlich noch existenzieller. Und er schreibt am Ende, also in dieser Nacktheit findet der spirituelle Mensch seine Ruhe und Erholung, denn weil er nach nichts mehr süchtig ist, erschöpft ihn nichts beim Hinauf und nichts bedrängt ihn beim Hinunter, da er in der Mitte seiner Demut ist. Denn solange er nach etwas süchtig ist, erschöpft er sich gerade dadurch. Also solange der Mensch fixiert ist, Sucht ist ja eine Form von Fixierung, auf alles Mögliche, eben auch auf Frommes, auf geistliche Erfahrung oder sonst etwas, solange erschöpft er sich. Erst wenn er lernt, davon zu lassen, kann er wirklich wachsen und sich entwickeln. Ich komme zu einigen kurzen Anmerkungen zu der Bedeutung des Johannes vom Kreuz für heute. Ich glaube oder ich hoffe, es ist aus den bisher Gesagten schon einiges deutlich geworden, was vielleicht als Anknüpfungspunkt dienen könnte. Ein wichtiger Bereich, der, meine ich, heute sehr aktuell ist, ist die Frage nach der Bedeutung der geistlichen Krise der dunklen Nacht. Gerade auch am Institut Junctus wurden dazu schon einige Tagungen durchgeführt und Veröffentlichungen, Bücher herausgegeben. Die Bedeutung der Krise im geistlichen Leben ist, glaube ich, fundamental für das Verständnis von Entwicklung und Wachstum in der Spiritualität. Das heißt also, die Krise ist Teil des Weges. Und die Krise muss verstanden werden als Teil dieses Weges, denn sie hat zu tun mit dem Erwachsenwerden. Sie hat zu tun mit Veränderung. Und gerade heute, in der wir ja auch nicht nur in einer individuellen, sondern auch in einer, würde man sagen, institutionellen Krise der Kirche stecken, ist das vielleicht noch einmal ein wichtiger Ansatz. Gibt es so etwas wie die dunkle Nacht der Kirche? Also, dass die Krise der Kirche eben auch der Appell ist zu Veränderung.
dass die Krise der Institution eben gerade der Appell ist, diese Institution umzugestalten und zu verändern. Und dass wir ihr nicht damit begegnen, indem wir alles grün anstreichen oder immer dieses Aber kommt, das ist schlimm, aber es gibt ja noch so viel Gutes. Nein, es ist schlimm und das Schlimme ist aber nicht schlimm. Denn bei all dem ist und bleibt Gott der Herr seiner Kirche, im Dunkeln aber sicher. Nur die Kirche müsste sich erstmal auf die Krise einlassen, zugeben, dass wir in der Dunkelheit sind und nicht immer nach neuen mittelfristigen, kurzfristigen Lösungen suchen, sondern einmal fundamental und existenziell zugeben, dass wir uns in dieser Krise befinden. Dann könnte diese Krise auch eine positive Entwicklung hervorbringen. Also die Bedeutung der Krise als Teil des geistlichen Lebens scheint mir wichtig, denn wir haben heute vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Zeit Johannes vom Kreuz, gerade in der Spiritualität auch so ein bisschen eine Tendenz zur Wellness-Spiritualität, also zum Wohlfühl-Katholizismus. Das ist alles schön und gut, bis zu einem gewissen Punkt auch in Ordnung. Nur wenn es dabei bleibt, dann bleibt es eben kindisch und infantil. Und dann entwickelt sich daraus nichts. Sondern es geht um das Erwachsenwerden. Und dazu gehört die Auseinandersetzung mit sich selber. Es gibt keinen Weg zu Gott an mir selber vorbei. Es gibt keinen Weg zu Gott ohne Auseinandersetzung mit meiner eigenen Lebenssituation und Geschichte. Und das macht Johannes vom Kreuz sehr deutlich, eben nicht als ja, Abweg oder Umweg, sondern als Teil, als integraler, existenzieller Teil des geistlichen Lebens und des geistlichen Weges. Damit zusammenhängt ein zweiter Punkt, nämlich das Thema geistliche Begleitung. Johannes vom Kreuz hat sich in der lebendigen Liebesflamme sehr kritisch mit den geistlichen Begleitern seiner Zeit auseinandergesetzt und hat also einige, finde ich, wegweisende Formulierungen gefunden, die nach wie vor gelten. Er schreibt ein Zitat: Seelenführer mögen sich bewusst sein, dass der eigentliche Beweger der Seelen nicht sie sind, sondern der unablässig um sie bemühte Heilige Geist, dass sie nur Wegweiser sind für den Aufstieg zur Vollkommenheit Kraft des Glaubens und des göttlichen Gesetzes. Und so sei denn ihr ganzes Bestreben, die Seelen nicht eigensinnig ihrer eigenen Weise anzugleichen, sondern sich zu prüfen, ob sie den Weg erkennen, den Gott sie führt, und wenn sie ihn nicht erkennen, sollen sie jene Gott überlassen, statt sie zu verstören. In Übereinstimmung mit dem von Gott bestimmten Weg und Geist sei ihr Bemühen, sie zu immer größerer Einsamkeit und Stille und Freiheit des Geistes hinzulenken. Also fundamental für geistliche Begleitung ist, dass der Heilige Geist Gott der geistliche Begleiter ist und dass der Begleiter, die Begleiterin immer nur Wegweiser, Begleiter, wie der Name sagt, ist. Und dass die größte Verfehlung ist, den zu Begleitenden sich selber, seinen eigenen Vorstellungen anzugleichen und damit natürlich zu geistlich zu manipulieren. Sondern es geht darum zu erkennen, wie der Weg Gottes mit diesem Menschen ist. Und wenn ich es nicht erkenne, sagt Johannes von Kreuz, dann soll ich lieber die Finger davon lassen, als Menschen zu verstören. Und er hat es durchaus auf dem Schirm. Er schreibt, auf solche Weise fügen viele geistliche Meister den Seelen großen Schaden zu. Sie begreifen nicht die Eigenwege des Geistes und lassen sie die Seelen jene zarte Salbung verlieren, womit der Heilige Geist sie für sich selber vorbereitet, und lehren sie, mit selbstgebrauchten oder irgendwie angelesenen Weisen auf der Erde zu kriechen, wie es vielleicht für Anfänger taugen mag. Wer wissen sie nicht und wollte Gott, dass sie dieses hinreichend wüssten. Also er geht sehr drastisch ins Gericht, das sind jetzt nur einige Zitate, das kann man erweitern in der lebendigen Liebesflamme im dritten Buch, in den Abschnitten mit der Nummer 50 bis 60, wenn das jemand nachlesen möchte. Es wird zurzeit Phänomen diskutiert, das leider mit einem unsäglichen Begriff verbunden ist, nämlich der geistliche, sogenannte geistliche Missbrauch.
auf den Sachverhalt eben schon Johannes vom Kreuz hinweist. Das heißt nämlich, dass ein geistlicher Begleiter, meistens handelt es sich um Begleiter, gibt auch Frauen, aber die Mehrzahl sind Männer, eben seine Stellung missbraucht, um Menschen zu manipulieren, sie abhängig zu machen oder auch geistlich auszubeuten. Das kann auch sexuelle Gründe oder Motive haben, aber das ist oft nicht im Vordergrund. Nun halte ich aber den Begriff geistlicher Missbrauch für absolut dämlich, weil Missbrauch ist niemals geistlich. Geistlich ist ein Adjektiv, das nach deutscher Grammatik auf den Missbrauch bezogen ist, also den Missbrauch näher qualifiziert. Aber genau das ist ja nicht gemeint, sondern es ist gemeint, dass Missbrauch im Umfeld geistlich-seelsorgerischer Begleitung und Beziehung passiert. Das ist aber dann geistlicher Missbrauch der falsche Begriff. Und wir machen auch noch geistlich, also das Adjektiv geistlich, damit kaputt, indem wir es mit Missbrauch in Verbindung bringen. Ich mache nur mal ein Beispiel. Wenn es im Sport so wäre, also dass eben Missbrauch im Rahmen von Beziehungen im Sport stattfindet, würde man ja kaum von sportlichem Missbrauch sprechen. Das wäre aber grammatikalisch das Gleiche. Deshalb würde ich sehr dafür plädieren, und da berufe ich mich auch auf Johannes vom Kreuz, die ganze Sache ein wenig differenzierter und vielleicht mit einem Nebensatz zu bedenken, damit eben deutlich wird, um was es geht. Es geht um den Machtmissbrauch letzten Endes im Rahmen geistlicher Beziehungen und es geht darum, diesem einen Riegel vorzuschieben, einerseits in dem Bewusstsein, um was es bei geistlicher Begleitung geht, also auf der Seite der Begleiter und Begleiterinnen, aber eben auch auf der Seite der Begleiteten, eben in diesem Bewusstsein, dass es immer nur um eine Beziehung gehen kann, in der aber die Beziehung zu Gott das Thema ist und nicht die Beziehung zum geistlichen Begleiter, zur Begleiterin. Auch da gibt es natürlich Projektionen auf Seiten der zu Begleiteten, das ist klar. Aber da müsste eben ein geschulter Begleiter, eine geschulte Begleiterin auch entsprechend damit umgehen können. Also mir scheint, dass gerade diese Texte von Johannes vom Kreuz, der sich eben sehr kritisch mit den Begleitern seiner Zeit auseinandersetzt, durchaus heute auch Hinweise geben können, wie wir heute mit diesem Phänomen umgehen. Denn das Missbrauch im Rahmen geistlicher Begleitung geschieht, bestreite ich nicht. Ich bestreite aber, dass es geistlichen Missbrauch gibt. Ich komme zum Schluss meiner Ausführung. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, welche Bedeutung und vielleicht auch welche Chance in der Person und dem Werk des Johannes vom Kreuz vielleicht auch für heute liegt. Eine letzte Bemerkung. Johannes vom Kreuz ist in seinen Texten eben sehr interessiert an dieser Entwicklung vom Anfänger zum Fortgeschrittenen, würde man sagen, in der geistlichen Tradition, also an dieser Entwicklung. Und deshalb ist die Lektüre der Werke des Johannes vom Kreuz für Anfänger eigentlich nicht geeignet. Das überfordert sie. Wenn Sie denen etwas zu lesen geben wollen, lassen Sie Teresa von Avila ihr Leben lesen. Wenn jemand aber schon ein Stück unterwegs ist auf dem geistlichen Weg und wenn sich so erste Schwierigkeiten einstellen, dann ist Johannes vom Kreuz die richtige Adresse. Also der Umgang mit den mit Sicherheit sich einstellenden Schwierigkeiten auf einem geistlichen Weg ist im Grunde sein Leib- und Magenthema. Und da finden Menschen, denke ich, wirklich Anregung, wie sie damit umgehen und eben auch Begleiter und Begleiterinnen vielleicht Hinweise, wie sie in dieser Weise hilfreich sein können. Ich bedanke mich und wünsche eine vielleicht fruchtvolle Lektüre.